diese Abgründe, die sich in einem auftun, all das, was man selbst erlebt hat, diese tiefen ja, Depressionen, die man erlebt, das ist ja letztlich förderlich für die Kunst. Warum? Weil all das, was ich selbst schon empfunden habe, kann ich wieder reproduzieren und kann dann entsprechend auch eine Arie oder ein Lied oder eine ganze Rolle in dieser Art und Weise anlegen, weil ich das selbst erfahren habe. Und das macht das Ganze dann natürlich noch viel spannender für das Publikum, aber auch viel gefährlicher für einen selbst, weil einem sozusagen die negativen Seiten sogar noch zuträglich sind, teilweise für die stimmliche oder für den Erfolg, um es mal so zu sagen, nicht? Für die Glaubhaftigkeit. Ach, wer bringt dich?